Hallo, ich bin der Porno Kingpin Number One. Ihr kennt mich ja von meinem Kanal Kingpin TV. Für mich kommen jetzt langsam bald harte Zeiten. Ich muss sagen, ich höre jetzt bald mit dem Rauchen auf. Und zwar in weniger als 24 Stunden. Dies hat einen ganz bestimmten Grund. Ich rauche seit ungefähr über 17 Jahren. Habe mehrfach Versprechen gebrochen in meiner Beziehung, die nun auch schon weit über 12 Jahre andauert. Nun gibt es einen Break, besser gesagt eine Schwebephase in meiner Beziehung. Und ich habe das Problem, ich habe Versprechen gemacht, die ich bis heute nicht eingehalten habe, was sehr schade ist. Und ich hoffe natürlich das Beste. Nun will ich beweisen, dass es mir wirklich ernst ist, um eventuell sogar die Beziehung zu retten. Jedoch meine Freundin oder Ex-Freundin, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, ich liebe sie so extrem, ich vermisse sie, jeder einzelne Tag ist hier so schwer. Was soll ich dazu sagen? Ich will es probieren, ich habe es mir selbst auch zum Ziel gemacht, also ich tue es nicht nur für sie, sondern für mich zum größten Teil, denn es ist mein Körper, mein Verstand und ich muss es durchhalten. Heute Abend um 0 Uhr, punktgenau, werde ich aufhören zu rauchen. Ich kaufe mir keinerlei Tabak mehr, Plätzchen mehr und sonstiges Equipment. Ihr werdet live dabei sein. Ihr werdet die ersten 4 Tage auf jeden Fall miterleben, denn die werden für mich persönlich der Horror werden. Und wenn ich irgendwelche besonderen Momente habe, auch diese werde ich euch dann vor der Kamera sagen. Ihr werdet auch diese miterleben und mal sehen, wie die Sache in 2 Wochen aussieht, ob ich der Sache treu geblieben bin oder nicht, denn es ist eine reine Kopfsache und ihr seid dabei. Ich hoffe auch das Beste für meine Beziehung, dass sie noch rettbar ist, denn das ist nicht der einzige Grund, das Rauchen, denn Nichtraucher riechen die Zigarette extremer als Raucher. Es stinkt. Mal sehen, was ich nach 4 Wochen sagen werde, wenn ich es überlebt habe. Ihr seid live dabei. Ich werde vereinzelte Videos hochladen und nun viel Spaß. Ich habe noch ungefähr 5 Minuten und dann ist es 0 Uhr. 31.07. Ich habe mir vorgenommen, punktgenau ab dem 1. August meine offizielle Rauchentwöhnung vorzunehmen. Es sind jetzt ungefähr, muss ich sagen, noch grobe 5 Minuten und dann geht's los. Dann werde ich für immer mit dem Rauchen aufhören. Ich musste noch nie von irgendeiner Sucht mich befreien, aber ich stehe jetzt dazu. Ich habe es eingesehen, ich habe viele Fehler gemacht, auch über längere Zeiten, und mein Weg steht fest in dem Sinne. Ich will mit dem Rauchen aufhören. Ihr werdet live dabei sein und gleich geht's los. Ich habe jetzt auch gar keine Zigarette im Haus, denn ich habe auch schon im Vorhinein, muss ich sagen, jetzt auf Zigaretten oder sonstige Sachen halt verzichtet. Das hat aber auch seinen Grund. Ich wollte mal sehen, wie die Symptome halt sind. Und ja, wir haben immer noch ungefähr an die 4 Minuten, muss ich dazu sagen. Auf jeden Fall habe ich die ersten Entzugserscheinungen gemerkt. Also ich habe Schweißausbrüche, ich schwitze wie ein Schwein. Ich muss dazu sagen, ich trage sehr leichte Klamotten im Endeffekt, also jetzt nichts, was wirklich belastet, aber es ist unangenehm. Schreibt doch auch, wenn ihr weitere Episoden sehen wollt, weil ich habe daraus eigentlich mindestens 2 Staffeln geplant, weil es wird halt eine längere Zeit. Okay, die ersten 30 Tage, ich weiß nicht, wie viele der August haben wird, wahrscheinlich 31 Tage, wird es eine schwere Zeit, aber wir gucken, wie es laufen wird. So, wie ich auf der Uhr sehe, habe ich noch genau 1 Minute. Wir haben es jetzt um 23.59 Uhr. Gleich geht's los. Ist eine komische Sache, wenn ich mir jetzt so denke, ich habe noch ungefähr 50 Sekunden jetzt und dann ändere ich mein Leben mit einmal. Ich weiß gar nicht, ich habe 16, 17 Jahre geraucht, aber nun ist Schluss damit. Ich will was für meine Gesundheit tun. Ich will Geld sparen. Keine Ahnung. Und vielleicht andere Träume verwirklichen. Okay, ich schaue auf die Uhr. Ich habe noch ca. 30 Sekunden. Das wird wirklich nicht leicht für mich. Ich werde wirklich nur filmen in diesen Möglichkeiten, soweit es mir gestattet ist. Ihr müsst bedenken, ich kann nicht mitten im Betrieb filmen, aber vor dem Betrieb halt. Andere Leute unterstützen mich auch. Viele wissen jetzt Bescheid. Okay, ich muss sagen, ich habe noch ungefähr 20 Sekunden. Und dann geht's los. Ich würde sagen, jetzt ist es kritisch, denn die letzten 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1. Ich würde sagen, wir haben jetzt ganz genau 0 Uhr. Dies ist der offizielle, bestätigte Termin für meine offizielle Rauchfreitour forever.
Und ihr seid live dabei. Viel Spaß dabei. Euer Porno Kingpin Number One. Shake it out. Yeah!